Herr Kraus, was war denn da eigentlich los von Abstand und Corona-Regeln? Ist da nicht allzu viel zu sehen? Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie mir die Frage stellen. Ist schön, da vielleicht mit einigen falschen Gerüchten aufräumen zu können. Erstens war die Veranstaltung unter freiem Himmel. Das heißt, jeder weiß, unter freiem Himmel gibt es fast keine Ansteckungsgefahr. Zweitens wurden Desinfektionsmittel aufgestellt. Es wurden Namenslisten angefertigt, wer aller da war. Und abgesehen davon kann es nicht der Fall sein, dass man einer Oppositionskraft wie der FPÖ verbietet, in einem Wahlkampf Veranstaltungen zu machen. Wir leben in einer Demokratie, das demokratische Grundrecht ist ein extrem entscheidendes und es ist wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Angebote, unsere Ideen, unsere Konzepte zu präsentieren, mit Menschen zu sprechen, mit Bürgern zu sprechen, auch Feedback zu bekommen und es kann nicht sein, dass es nur jeden Tag eine Regierungspressekonferenz gibt und die Opposition in Wahlkampfzeiten mundtot gemacht werden soll. Es ist aber trotzdem das nicht die erste Veranstaltung im Zuge dieses Wahlkampfes, die ohne groß darauf achten, was die Corona-Regeln derzeit so sagen, vonstatten geht. Auch eine erste Veranstaltung schon vor ein paar Wochen, die war relativ, wie soll ich sagen, eng. Wird man das so weiter vollziehen? Schauen Sie, was die aktuellen Corona-Regeln sind, das weiß ja eigentlich fast niemand mehr in Österreich, weil wir haben diese Chaos-Ampel präsentiert bekommen von der Regierung mit vier Farben, die jeden Tag irgendwie anders schaltet. Niemand kennt sich mehr aus, keiner weiß, was aktuell ist. Faktum ist, und das gilt für uns, es ist wichtig, Abstandsregeln einzuhalten, es ist wichtig, Hände zu waschen, gute Handhygiene zu haben und die Menschen und die Österreicher und die Wienerinnen und Wiener wissen sehr gut, welches Eigenverhalten sie leben müssen. Da braucht es keinen strafenden Staat, da braucht es keine strenge Regierung, die jeden Tag neue Regeln präsentiert, sondern es geht darum, dass man hier auf Eigenverantwortung setzt. Die Menschen können das, sie wissen, was sie zu tun haben und es kann auch nicht sein, dass ein Wahlkampf verboten wird, weil ohne Wahlkampf kann es auch keine faire Wahl geben. Aber haben Sie nicht Sorge, dass sollte aus so einer Veranstaltung, wo eben wenig auf Abstand geachtet wird, ein Cluster entsteht, dass das vielleicht ein maßgeblicher Imageschaden auch für Sie werden könnte? Bis jetzt hat es bei unseren Veranstaltungen keine Cluster gegeben, weil wir ja eben Corona-Beauftragte haben, weil die Veranstaltung, die Sie gestern angesprochen haben, zum Beispiel unter freiem Himmel stattgefunden hat, wo es diese Gefahr de facto nicht gibt. Und wir ganz klar sagen, es kann nicht sein, dass nur die Regierung in den Medien große Auftritte hat, jeden Tag eine Pressekonferenz macht und die Opposition, in dem Fall wir Freiheitliche, keine Möglichkeit haben, unsere Ideen zu präsentieren. Und wir haben eine katastrophale rot-grüne Bilanz in Wien mit Massenzuwanderung, mit Rekordarbeitslosigkeit, mit Rekordarmut. Und da möchte man jetzt verhindern, dass wir auf diese Themen hinweisen. Aber das werden wir Freiheitliche uns in diesem Wahlkampf nicht gefallen lassen, sondern wir werden dorthin schauen, wo es in Wien Probleme gibt und wir werden das auch laut und deutlich ansprechen. Das heißt, die Veranstaltungen, die Wahlkampfveranstaltungen werden weiterhin so wie bisher durchgeführt? Wir werden sehen, wie die Entwicklung der nächsten Tage und Wochen ist, aber ich sage, es kann grundsätzlich nicht der Fall sein, dass man den Wahlkampf verbietet und nur der Regierung einen Plattform bietet und gleichzeitig die vielen, vielen Probleme, die es in Wien gibt, totschweigt. Da werden wir Freiheitliche nicht mitmachen.